Servus, liebe Freunde der gepflegten Wathan-Unterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Gast-Replay auf meinem Kanal. Wie jeden Sonntag, zumindest in 9 von 10 Fällen, ist das hier am Sonntag eure Plattform. Eure besten Replays, eure schönsten Runden, eure besten Runden, eure kuriosesten Runden oder vielleicht sogar eure dümmsten Runden. Das entscheidet ihr, was ihr mir schickt. Ich schaue es mir einfach nur an und kommentiere, was ich sehe. An diesem Sonntag ist jetzt dieses Fahrzeug dran, was ihr hier schon im Hintergrund seht, und zwar der Leopard A1 mit der L44-Kanone, sprich also mit der 120mm Rheinmetallkanone. Ist als Premium-Fahrzeug ins Spiel gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Update. Ich glaube, in, lasst mich lügen, 181. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht auch 179. Auf jeden Fall haben wir den Panzer schon seit einiger Zeit im Spiel. Ist ein Premium. Die Meinungen gehen jetzt auch tatsächlich auseinander. Gab es diesen Panzer nun? Gab es diesen Panzer nun nicht? War nur geplant? War jetzt nicht geplant? Egal wie, bevor jetzt auch der ein oder andere hier wieder drunter schreibt, ja, natürlich gab es den oder nein, natürlich gab es den nicht. Und völlig wurscht. Wir haben ihn im Spiel. Und ich glaube, er erfreut sich tatsächlich ziemlich großer Beliebtheit. Er ist auf einem Battle-Rating von 8.7. Wir haben hier zwei Munitionssorten. Einmal die DM12, die Heat FS mit 650 Schuss. Und dann haben wir auch noch die DM13 mit 414mm Pen. Kostet aber halt eben auch 900 Silver Lions pro Schuss. Aber wie auch schon beim normalen A1, wertet das diesen Panzer extrem auf, dass er die Munition hat. Der normale A1, habe ich den überhaupt hier in meinem Deck? Genau, nein, C-Fix hat ja auch schon, hat die DM23, die wesentlich weniger Pen hat, ja, mit 380, kostet auch ein bisschen weniger, aber hier der A1 ebenfalls auf 8,7 mit der DM23 auch gut zu spielen. Ich weiß jetzt nur nicht, was das jetzt halt eben soll. Ich hätte mir auch tatsächlich gut vorstellen können, dass Gaijin mit der DM13 und den 414mm Pen den Panzer ein bisschen höher einstuft, hat er aber nicht. Ist ein bisschen komisch auch, dass der hier auf Rang 5 ist und der hier auf Rang 6. Also irgendwie ist hier, ja, muss man teilweise mal nicht verstehen, ist auch jetzt vollkommen wurscht. Es gibt den Panzer, man kann ihn auch nach wie vor immer noch kaufen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Runde heute ausgeht. Der Terranix, ihr seht es schon, ist heute dran. Also gehen wir mal ganz schnell in die Runde rein. Und bevor wir das machen, seht ihr hier die 105mm gegen die, sieht schon krass aus, gegen die 120mm. Also das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Wird, denke ich mal, ziemlich gut reinhauen. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie sich Terranix hier so angestellt hat. So, der ein oder andere wird jetzt vielleicht gerade eben schon den kleinen Spoiler gesehen haben. Ich habe ja eben gerade schon mal das Scoreboard aufgerufen. Ja, schauen wir einfach mal, was hier draus wird. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geschaut. Aber ich denke, die Runde wird so schon auch ganz gut werden. Ich wollte euch eigentlich heute ein anderes Gast-Replay zeigen, aber da ich ja auch weiß, wie gerne ihr Leopards seht, dachte ich mir, komm, switche ich das schnell. Terranix hat mir das Replay auch tatsächlich heute erst zugeschickt. Das ist auch eigentlich eine Ausnahme. Aber hier an der Stelle sei das jetzt mal so gesagt, weil ihr ja, wie gesagt, auch gerne Leopard-Replays seht und wir das jetzt auch schon relativ lange hier nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich den mit der L44 noch gar nicht hier gezeigt habe. Wir sind auf Stalingrad unterwegs. Schauen wir uns mal eben gerade ganz kurz das Matchup an. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Viele 8-7er mit dabei. Und wir spielen Deutsche, Japaner und Italiener gegen Amerikaner, Russen und Franzosen. Eben gerade ist hier schon einer durchgefahren. Vielleicht hat das der ein oder andere schon von euch gesehen.
Und Terranix macht etwas hier, das, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Terranix, ansonsten Terranix, ist ja auch wurscht. Dass hier im High-Tier tatsächlich auch so meine Spielweise ist, eher vorsichtig, bisschen behutsam unterwegs, weil diese Blechschüsseln hier halten ja auch nichts aus. Und jeder, der halt auch sagt, ja, im High-Tier muss man wie die Besenkte, wie die wilde Sau fahren. Also ich habe das auch im 24-Stunden-Stream. Oh, da kommt die T32. Ich habe das auch im 24-Stunden-Stream von Implied jetzt tatsächlich auch mal versucht, das so zu machen. Schön hier das Kanonenrohr noch rausgenommen. Hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich bin da regelmäßig an den Gegnern gescheitert, während die mich rausgenommen haben. Gut, ist jetzt halt so. 20 Schuss APDS FS, APFSDS, so rum ist es richtig. Es wird im Spiel leider falsch rum angezeigt. Das heißt nicht APDS FS, sondern APFSDS. Das nur mal am Rande. Er hat jetzt hier schon 4 Schuss auf den T32 abgegeben und bei 900 Silver Lions pro Schuss ist das natürlich schon richtig bitter. Aber er steht hier in einer recht sicheren Stelle. Ah, da oben seht ihr den. Ich weiß nicht, ob sieht er ihn jetzt. Ja, das Objekt 120 brennt. Dürfte auch eigentlich aus dieser Position nicht genug. Ah, schade. Schade. Dürfte tatsächlich aus dieser Position noch nicht genug Gun Depression gehabt haben. Hat ihn aber leider nur brennend geschossen. T95 E1, gar keine Probleme hier, den von der Seite rauszunehmen. Was war das? War das ein BMP? Ja, das war ein BMP. BMP2. Abschuss Nummer 2. Jetzt muss er allerdings aufpassen, dass das Objekt 120 da nicht nochmal hochkommt. Und ihn dann ausknipst. Da ist eben gerade einer von links nach rechts durchgefahren. So. Da ist es wieder, das Objekt 120. Wannendurchbruch, direkt den Motor detonieren lassen. M103. Da wäre es jetzt besser gewesen, hätte ihn in den Turm geschossen. Hat er jetzt getan, sehr gut. Mittlerweile die zweite Abschusshilfe. 1191 Punkte hat er schon. War jetzt hier am Anfang mit den 3600 Silver Lions auf den T32, denke ich, ein bisschen ein Minusgeschäft. Und ich habe auch momentan so das Gefühl, dass die Dartmunition hier nicht so wirklich gut funktioniert. Wobei hier jetzt hat er jetzt auch gar keine Probleme gehabt. Den, war das jetzt ein XM1? Ich glaube, es war ein XM1. Hier zu durchschlagen. Gut, er hat ihn auch direkt perfekt durch die Umlaufrolle, durch die Umlenkrolle getroffen. Aber momentan. Oh. Ja, verschossen. Das dürfte jetzt. Ja. Schade, da war ein bisschen zu nervös, aber das wäre mir wahrscheinlich auch so gegangen, wie ihn der BMP hier erwischt hat. Wobei es tatsächlich sogar hier der M60 gewesen ist und gar nicht der BMP. Okay. Rein in den Tamm.
Ich mag den Tamiya nicht so besonders. Aber Tyrannix hat mir auch geschrieben, 8-7 ist so sein Lieblingsdeck. Kann ich persönlich jetzt nicht ganz so nachvollziehen, aber da hat ja jeder so seine, ja, seine eigene Meinung zu. Es hat jetzt, wie gesagt, so ein bisschen eben gerade ausgesehen, als wenn die DM13 vom L44 Leo 1 nicht wirklich gut funktioniert hätte. Da war an der einen oder anderen Stelle doch eine Wirkweise der Munition dabei, beziehungsweise hat die Munition nicht so die Wirkung gehabt, die ich da jetzt eigentlich erwartet hätte im Ziel. Aber trotzdem hat er hier schon 4 Abschüsse gemacht. Er scheint mir da jetzt gerade ein bisschen nervös zu sein, weil er den Turm vom Tam ziemlich ziemlich hektisch dreht. Ah, der M163 gar keine Probleme. Umgekehrt kam der M163 bei ihm nicht durch. Und jetzt wird es auch mal ein bisschen Zeit, hier eine Zone zu cappen. Das sollte er hier bei C auf jeden Fall schaffen. Oh, er scheint aber ein bisschen nervös zu sein. Ich weiß nicht, ob das so sein stetiger Spielstil ist. Aber er zuckelt doch ganz schön immer rum. Okay, hinter ihm ist jetzt ein Gegner, ist jetzt einer seiner Teammates geplatzt. Das war ein Arty-Hit. Nee, das war sogar ein Flieger. Ich habe gerade eben gedacht, das wäre die Arty gewesen. Es sah zumindest so aus, aber es war tatsächlich ein Flieger. Schade. Das ist natürlich Pech jetzt. Das ist natürlich wirklich Pech. Ist aber immer so. Flieger sind halt auch immer noch so ein Thema, aber leider Gottes ein Übel, mit dem wir leben müssen. Jetzt hat er natürlich keine Möglichkeit gehabt, C fertig zu cappen. Und auch das deutsche 8-7er Deck ist jetzt nicht das günstigste in der Reparatur. Was zum. Ach schön, da stand schon einer mit seinem BMP2 hinterm Spawn. Ah, das ist natürlich auch sowas von lame. Das ist echt lame gewesen jetzt. So, und rein in die Do. 335 B2. Ist irgendwie schon eine schöne Maschine. Also sieht sehr spacig aus. Ziemlich cool, finde ich. Mal, vielleicht komme ich auch irgendwann noch mal dazu, mir den Leo zu holen. Schön.
Hat er zumindest den. Hat er den getroffen, den Heli? Ja, getroffen hat er ihn, aber abgeschossen hat er ihn nicht. Oh, und im Zoom die ganze Zeit zu fliegen ist natürlich auch. Ui. Schon mal ihn gehabt. Schön. Ich habe jetzt da zwar nicht gesehen, dass er da irgendwie eine Bombe dabei gehabt hatte. Aber kann natürlich auch sein, dass das ein Anzeigefehler ist vom Replay. War jetzt gerade ein bisschen komisch. Schön hier die Flak von hinten ausgeschaltet. Da hat aber jemand mit der Rakete auf ihn geschossen. Und ist ganz knapp an ihm vorbeigeflogen. Ui! Die nächste Rakete. Oh, da hat er... Ja, das war der BMP. Der BMP hat ihn erwischt, aber auch er hat den BMP erwischt. Aber es war wohl doch hier die ZSU, die ihn dann geknackt hat. Und jetzt versucht das tatsächlich auch noch im Raketenjagdpanzer. Schön den Spawncamper rausgenommen. Abschuss Nummer 9. Das ist eine teure Runde. Das ist eine teure Runde. Flieger. Erst markiert, dann kommt der M60 wieder um die Ecke. Schade. Und der Typ mit seinem BMP steht da immer noch. Ist nicht zu fassen. Aber gut, das war jetzt auch tatsächlich ziemlich leicht, ihn da rauszunehmen mit seinem Gepard. Aber schade, ist doch eine ziemlich eindeutige Niederlage. Und da dürfte jetzt die Runde auch vorbei sein. Flieger hat er noch mitgenommen. Ja, das ist die Runde damit gewesen. Also gehen wir nochmal in den Hangar. Puh, war ein bisschen was los. 4.446 Punkte, ein Flugzeug abgeschossen, 10 Ziele zerstört, 2 Abschusshilfen, eine Zone gecapped, selber dabei 5-mal draufgegangen. Aber ihr seht das, wenn ihr mal den direkten Vergleich zum Rest seines Teams zieht, hat hier Terranix tatsächlich schon wirklich ordentlich für sein Team gearbeitet. Und ja, auch dem Gegnerteam gezeigt, dass er wesentlich besser ist. Die Reparaturkosten dürften hier tatsächlich relativ hoch gewesen sein. Wir können das mal hier eben gerade ganz kurz überschlagen. Hier, okay, gut, das ist ein Premium-Fahrzeug, die 1820 für den A1 mit der L44. Dann hat er den Raketenjagdpanzer 2 dabei gehabt. Da sind wir auch bei 1500, 1600. Der TAM ist mit, ja gut, ich gehe jetzt mal von den Werten aus, die wir hier haben, ist da auch mit knapp 3000 mit dabei. Dann, was hatten wir denn eigentlich noch? Was hatten wir denn noch? Wir hatten den Gepard noch dabei, 1292 und die Do 335 B2. Ich glaube, das ist doch die Premium-Variante, kostet 3.800, also ich denke mal, im Schnitt kommen wir hier so auf gut 10.000 Silver Lions Repair-Kosten. Da möchte ich jetzt mal sagen, oder vielleicht ein bisschen mehr, ist noch ganz gut gewesen, ja,
durch die ganzen Abschüsse, die er da generiert hat und die ganzen Punkte. Also er hat mit Sicherheit Plus gemacht in dieser Runde, von daher alles gut. War auf jeden Fall auch eine schöne Runde, war ein bisschen was los. Teilweise hat er leider dann doch ein bisschen Pech gehabt, muss man ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Aber trotzdem am Ende doch noch ein ziemlich gutes und vor allen Dingen auch solides Ergebnis. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ja, denkt dran, wenn auch ihr mir euer Replay zukommen lassen wollt, dann einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Da steht, wie es geht. Lasst mir gerne auch einen Kommentar da. Und wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann auch gerne ein Abo da lassen. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg hier zu meinem Kanal findet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut, euer Raibun.